Die AfD kann anscheinend nicht mehr Neutralität vom Staat oder von Beamten einfordern, wenn sie kritisiert wird. So jedenfalls in Bayern, wo das Kultusministerium es ablehnte, einen Schulleiter zu maßregeln. Zuvor hatte ein AfD-Abgeordneter einen Elternbrief eines Regensburger Schulleiters kritisiert, in dem dieser vor der AfD warnte. Aber weil die AfD in weiten Teilen rechtsextremistisch geworden ist, sieht das Kultusministerium jetzt keine Dienstverpflichtung mehr in einer so deutlichen Warnung und auch Aussprache der AfD. Die AfD hat nämlich in der Vergangenheit recht erfolgreich Neutralität einfordern können von staatlichen Stellen oder auch von Beamten. Es gab sogar Meldeportale in mehreren Bundesländern, bis die Datenschutzbehörden dem ein Ende bereitet hatten, mit dem Schüler die Lehrer, Schulleiter anschwärzen sollten, wenn sie sich zu sehr parteipolitisch über die AfD geäußert hatten. Und das hatte tatsächlich einen Hintergrund, mit dem die AfD in der Vergangenheit immer wieder auch erfolgreich war. Denn der Staat ist zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet und deswegen hört man immer, wie diesen Begriff Neutralitätsgebot ist verletzt. Aber Beamte sind verpflichtet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Und in dem Moment, wo sich mehr und mehr abzeichnet, dass die AfD in weiten Teilen rechtsradikal ist, das heißt also gegen die Verfassung eingestellt ist und dagegen arbeitet, ist es nicht nur das Recht, sondern die Pflicht von Beamten, vor diesen Gefahren zu warnen.